Auf geht's in die Agora in Kyrene. Also in Kyrene sind wir schon, jetzt müssen wir zur Agora. Das ist also die leuchtende Stadt Kyrene. Sehen wir uns die Zivilisation mal an, die die Römer den Griechen hier gebracht haben. Naja, schauen wir mal. Arena. Der Magistrat muss endlich was gegen diese Maus tun. So, da haben wir anscheinend jemanden, mit dem wir reden sollen. Er kam mit einem Stock im Arsch aus Balagre zurück. Hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als sie nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Pah. Und wie setzte dich, unser höchst ehrenwerter Magistrat, unter Druck, Ägypter? Praxilla sagte, du könntest mir helfen. Ich bin Bayek. Geht es ihr gut? So gut es jemandem gehen kann, dessen Land von Flavius geschändet wird. Ich folgte der Spur dieses Hurensohns von Siva hierher. Dann sind die Gerüchte? Wahr. Genau wie seine Kriegsvorbereitung. Noch ein Unterdrücker. Ägypten wird nie wieder Stabilität erfahren, nur noch Invasionen. Flavius wird aus Ägypten ein großes Grab machen. Er herrscht von der Akropolis aus, dort wimmelt es von Römern. Ich bete, dass die Würfel zu deinen Gunsten fallen, Bayek. Ich kenne seinen Schoßhund, den Magistrat Leander. Komm wieder, wenn du ein Freund von Kyrene sein möchtest. Hab Dank, Diokles. Mein Sohn soll endlich in die Gefilde der Binsen eingehen. Daran arbeiten wir. So. Finde und eliminiere Flavius. Oho. Wir brauchen kein Credo, keine Ideologie. Wir lauern nicht. Schauen wir mal, ob wir da so reibungslos hinkommen und ihn assassinieren können. Ich denke eher nicht. So, für die kurze Strecke brauchen wir jetzt nicht unseren Schokobo rufen. Wir laufen einfach. Ich hoffe nur, dass mir in der Folge jetzt nicht wieder die Aufnahme abschmiert, so wie in der letzten. Die ist ja dann doch ein bisschen kurz geworden. Aber ich bin guter Dinge. So, da oben sollen wir hin. Natürlich ist das eine dicke Festung. Was auch sonst. Aber ist ja nicht die erste, die wir infiltrieren. So, hier schon mal hochkrauchen. Nämlich so, dass wir nicht unbedingt durchs Haupttor müssen. So, dann bin ich mal gespannt. Ich schau mal mit Senu. Ja, hier ist was los. So, wir sollen... Ich sehe mein Hauptziel gerade gar nicht. Nee, das ist nicht mehr hier drin. Alter, hier sind ordentlich ein paar Wachen. Haben wir das Leuchtfeuer schon gesehen? Ich glaube nicht. Wo ist denn das Leuchtfeuer? Denn hier noch Verstärkung. Das muss nicht unbedingt sein. Da hinten ist es. Gut. Da haben wir noch einen. Ne, das ist ein Hauptmann. Was haben wir da? Das ist auch ein Hauptmann. Dann fehlt noch ein Kommandant. Nee, das ist wieder nur ein Schatz außerhalb. So, Hauptmann, Hauptmann. Aber wo haben wir den Kommandanten? Der wird dann höchstwahrscheinlich irgendwo hier rumeiern. Da ist er doch. Das reicht erstmal. Alle vier Schätze habe ich, glaube ich. Eins. Okay, ein. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. So, erstmal hier Pfeile auffüllen. Den holen wir uns direkt mit einem Attentat. Ich versuche natürlich nicht
alle Gegner auszuschalten, weil das würde zu lange dauern. Die, die nötig sind. Auf jeden Fall muss ich mich erstmal zum Leuchtfeuer hinten durchkämpfen. So, der ist down. Fast ein bisschen zu lange gedauert. So, da haben wir den zweiten Schatz. Da ist noch einer. Ah, die anderen beiden finden wir auch schon. Da ist der dritte. Ja, dann bin ich einfach nur zu weit weg. Und ich glaube, einer war noch da oben. So, den holen wir uns. Den schalten wir mit dem gezielten Pfeil aus. Dann sind wir auch schon fast beim Leuchtfeuer. Hä? Ach, da oben. So, hier lang schleichen. Von da kommt niemand. Einmal assassinieren. Boah, jetzt kommt mir Nisa an. Oh. So, den holen wir uns auch noch weg. Oh, da hat uns jemand gesehen. Weg ist er. So, dann hier hoch. Leuchtfeuer manipulieren. Schon können sie keine Verstärkung mehr rufen. Sehr gut. Und da kommt noch jemand. Mal hier rein. Ach, hat er uns jetzt echt gesehen? Das ist jetzt eigentlich so das Problem. Wenn uns immer nur einer sieht, geht das noch. So, da haben wir direkt den... Ich weiß gar nicht, Kommandant, Hauptmann, man sieht es immer an dieser Krone oben drauf, aber weiß ich jetzt nicht. Das ist der Hauptmann. So, hier soll ein Schatz sein. Oder auch nicht. Hä? Bin ich jetzt doof? Ach, hier unten. So, plündern wir ein bisschen. Schatzkistchen nehmen wir auch mit. So, dann haben wir schon mal einen Schatz. Sehr schön. Jetzt hat er uns natürlich gespottet. Und jetzt auch er. Ja, moin. Gut, dann doch in den Nahkampf. Ja. Versuch's ruhig mit dem Leuchtfeuer. Er kriegt direkt den Kettenwurf ab. Dann haben wir das Problem auch schon wieder gelöst. So, hier vorne ist der nächste Schatz. Sehr gut. Haben wir schon mal zwei und ein Hauptmann ausgeschaltet. Da ist der dritte. Oh, war das jetzt diese blöde Festung? Ich weiß es nicht genau. Ach komm. Weg mit ihm. Oh, jetzt sehen sie uns plötzlich alle, war ja klar. Er wollte Verstärkung rufen, kann er sich abschminken. Und er genauso. Ja, das war diese blöde Festung. Irgendwo ist hier ein Eingang in den Untergrund, wodurch wir an den tiefer gelegenen Schatz da hinten kommen. Jetzt muss ich nur überlegen, in welchem Haus das war. Ich glaube, das war an dem. Ja, komm. Hier war es scheinbar auch nicht. Doch, hier ist es. Na, kriegen wir den ausgeschaltet, ohne dass er uns sieht? Jawohl. So, dann haben wir nämlich auch den Kommandanten weg. Schnell hier runter. Dann, hallo. Da holen wir uns nämlich den Schatz, der hier unten ist. Runter, habe ich gesagt, Bayek. Können wir hier sonst noch irgendwas plündern? Jo, ein bisschen was. Das nehmen wir natürlich auch dankend an. Na komm, plündern. Plündern und richtig plündern. So, dann haben wir schon mal drei Schätze. Fehlt noch ein Hauptmann, ein Schatz. Und dann holen wir uns Flavius.
Zumindest versuchen wir es. Na komm. So, jetzt muss ich mal schauen. Sieht man den letzten Schatz von hier schon? Nein. Wo war der denn? Ich glaube, der war sogar hier vorne irgendwo. Genau. Und der Hauptmann ist auch da. Okay. So, jetzt kommen da natürlich ein paar Gegner. Ja, jetzt hat er uns wieder gespottet. Der hält natürlich auch wieder zwei Pfeile aus. Was auch sonst. In den Kopf, sehr schön. Aber von da hat uns auch noch jemand gesehen. Das kannst du hier ganz gepflegt abschminken. Sehr gut. Ach, scheiß drauf. Wir holen uns erstmal den Schatz und den Hauptmann. Ist direkt der nächste. Ja, moin. Sonst scheiße ich bei den Festungen doch auch nicht so rein. Ich versuche ja immer schon großteils ungesehen zu bleiben. So, hauen sie rum. So, Kettenwurf direkt auf ihn. Gute Nacht. So, dann sind wir auch schon wieder raus aus dem Konflikt. Damit haben wir auch den Hauptmann weg. Fehlt noch der letzte Schatz, der irgendwo hier ist. Einmal eine Etage höher. Kommen wir auch von hier. Hallo? Blöne? Jetzt. Kunststoffkristall, sehr nice. So, damit haben wir die Mini-Ziele fertig. Jetzt kümmern wir uns um Flavius. So, dann nutzen wir einmal hier den Aufzug. Zack. Mal wieder eine Palastwache. Den kriegen wir so natürlich wieder nicht. Dann versuchen wir es mit dem Attentat. Super. Ich glaube, ihn kriegen wir, glaube ich, mit Pfeil und Bogen natürlich auch nicht. Da steht keiner. Das ist gut. So. Haben wir hier vorne schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ihn kriegen wir natürlich wieder nicht. Mit einem Pfeil. Dann verschaffen wir uns hier Zugang. Denkst du etwa, ich kann nicht spüren, wie du in den Schatten umherschleichst, Bayek von Siva? Ich folgte deiner Spur von Mord und Wahnsinn den ganzen Weg von meiner Heimat aus. Und nun verantwortest du dich für meines Sohnes Tod, Römer? Nein, Ägypter. Nun verbeugst du dich vor deinem Gott! Oh, sag bloß, wir haben tatsächlich jetzt den Endkampf. Meiner Freunde! Ja, moin. Komm. Nice. Gleich nochmal einen nachsetzen. Warum hast du mich nicht damals in Alexandria getötet? Das sind nicht deine. Jetzt kommen hier echt noch Phantome? Alter. Das war wieder echt ein Kampf mit einem Eden-Artefakt, der mir gefällt. Komm. Wo ist er denn hin? Ach, Mann. Ich glaube, das könnte ein etwas nerviger Kampf werden, wenn das so weitergeht. Gerade noch gesagt, das gefällt mir. Und jetzt wird's scheiße. Alter, jetzt kriege ich die nicht, oder was? Okay, jetzt habe ich ihn scheinbar erwischt. Alter. Der hat doch ein bisschen was auf dem Kasten, der Flavius. Ich hätte sowieso nicht gedacht, dass wir direkt gegen ihn kämpfen können. Der Mörder meines Sohnes verkriecht sich in einem Tempel. Teleportieren ist mies. Dein Freund Hepzifer hatte auch so eine störrische Art. Wie dein Sohn. Oh, wo ist er jetzt schon wieder hin? Ah, damit hat er nicht gerechnet. Oh, jetzt kommen ein paar davon. Ach, jetzt kommen sie alle nochmal. Ah, dadurch kriegt er auch Damage.
Meine Zeit auf diesem Sand ist vorbei. Dein oh, war doch schon so brechen. Klar. Irgendwann. Wie bei allen anderen. So, jetzt haben wir ihn fast. Das war's. Doch ein bisschen billig, der Endkampf. Wir kamen nicht mal in Todesgefahr. Er war ein Kind, Flavius! Mein Kind! Diese eine Sache bereue ich nicht in meinem Leben. Du sollst nie zur Ruhe finden! Durch den Tod deines Sohnes hat sich der Orden mir gebeugt. Und auch Cäsar. Ich hatte Rom. Er verschaffte mir ein Imperium mit 1000 Söhnen. Jeder größer als der vorangegangene. Ja! Komm schon! Bring es zu Ende, du Feigling! Du verschwendest meine Zeit! Ich kann es nicht! Schon gut, Papa. Nein. Ich verliere dich für immer. Nicht für immer. Ich werde im Gefilde der Binsen auf dich warten. Felix darf nie wiedergefunden werden. Aya muss erfahren, dass Remus Kaar Ruhe gefunden hat. Der letzte Magi. Sprich in Alexandria mit Aya. Gut, das heißt, wir machen eine Schnellreise. Und sehen uns dann nach dem Ladescreen vor Ort wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch zurück. Und machen uns auf den Weg zu Aya, um mit ihr zu sprechen und wahrscheinlich um das Ende des Spiels einzuläuten. Den Endkampf hatten wir höchstwahrscheinlich schon. Aber ich muss so auf die Zielkarte gucken. Wir haben Septimius immer noch nicht getötet. Ein Ziel bleibt. Okay, sie steht scheinbar da unten. Wo ist sie denn? Ach, hier. Bayek. Es ist so lange her. Flavius ist tot. Ich habe viel durchgemacht, um unseren Sohn aus der Duat zu holen. Remo hat nun Frieden. Möge er durch die Gefilde der Binsen wandeln. Ich fahre nach Rom, um... Rom? Hast du immer noch diese närrischen Ambitionen? Ich habe Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht. Aya? Du vergeudest deine Energie. Ah. Du bist der berühmte Magi. Phanos spricht die ganze Zeit von deinen Heldentaten. Ich habe eine Gruppe gesammelt. Das sind Brutus und Cassius, unsere römischen Brüder. Wir erledigen diese verfluchten Bastarde aus Übersee. Septimius und Cäsar. Der Orden ist nicht mehr nur ein ägyptisches Problem. Herrscht Kleopatra denn noch? Es gibt keinen Herrscher in Ägypten. Es ist der Gnade von Tyrannen ausgeliefert. Unsere Königin hat uns für Rom verlassen. Hier hat sich nichts verändert. Memphis wird vom Orden kontrolliert. Aya, wir brauchen dich. Also doch noch nicht das Ende. So kann ich es nicht enden lassen. Ah ja, diese verfluchte Sphäre sollte für immer versteckt werden. Sie bringt nur Schmerz. Brich ein letztes Mal mit Aya.
Wo ist sie denn? Dort oben. Okay. Dann werde ich das rausschneiden, da reite ich fix rüber. Dann sehen wir uns gleich. So, wir nähern uns Aya. Und mal schauen, was sie zu sagen hat. Da ist sie. Unsere Siege haben sich vervielfacht, unsere Liebe nicht. Wie sollte sie das auch? Alles hat immer gegen unsere Liebe gesprochen. Du hattest recht. Es geht um etwas Größeres. Unsere Liebe lebt in der Duat. Aber jetzt lassen wir sie los. Lass die Götter entscheiden. Die Götter sind tot. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Diese Finsternis war nicht umsonst. Es war falsch, so leichtfertig in der Öffentlichkeit zu töten. Wir müssen im Schatten arbeiten. Ägypten ist gefallen. Griechenland auch. Und Rom wird auch fallen. Alle fallen durch uns, und doch wird es niemand wissen. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Aber sie erfahren nie, wer wir sind. Kalte, berechnende Todespoeten. Damit kann ich leben. Schließlich bin ich kein Vater mehr. Und auch kein Ehemann. Und ich bin kein Magi. Ich bin ein Verborgener. Ja. Wir sind die Verborgenen. Wir schärfen unsere Klingen und lassen die Hoffnung sprießen auf dieser schlechten Erde. Gut, Ayek von Siva. Wofür willst du stehen? Ein neues Bündnis. Unseres ist vorbei.